Ich sehe ein Möchte ich wenig deine schwarz, ist betäuben? das normal? Ja, Hauptsache, dass ich es nicht weiß, sonst kommst du in der Jane. Der verreckt gleich lang. Ja, leg den mal ab. Hier, setz dich mal da drauf. Mach dich locker, zieh mal dein Oberteil aus sonst. Dein Schal auch. Ich bin doch ohnmächtig. Okay, mein Lieber. Wir werden jetzt die Stelle örtlich betäuben. Mit einer Lizodin, mit einem Lizodin-Serum. Ja, ich hole das mal, ne? Ja, ich will genau, das nicht haben, ich kann das nicht mal aussprechen. Ich will das nicht haben. So, hier. So, mein Lieber. Ja, es muss sein, lieber Hakan. Willst du eine große Spritze haben sonst, oder wie? Ja. Oh, okay, dann bring mal die große Spritze. Ja, die extra große Spitze, die hole ich gerne. Kein Problem. Don Corleone, denn Drogen und Kohle sind so wie Amore. Amore. Silenzio, Silenzio. Der Richter veranlasst die Pfändung. Im Blickfeld der Amjas auf Sendung. Bis mittags. Ey, wir müssen noch die Kinderverkäufer anrufen. Ja. Desinfizier mal die Stelle. Wir haben ein Kind zu verkaufen, nagelneu und Jungfrau. Die Jungs machen das geil. Zwei, drei Nähte. Ey, heute ist das schon betäubt? Ja, ja. Oh mein Gott. Weil du weißt, für Jungfrauen zahlen die immer 50 mehr. Ja, ja. Ich suche eine Familie. Ich suche meine Mama. Alice. Ja, Alice kannst du dir abschminken. Die will irgendwie gefühlt jeder. Ey, heute, der macht Fake-Pranks mit uns. Ja, ja. Ich glaube, wir machen mal mit dem hier RTW-Bangbus. Wirklich? Ja. Die Jungs machen das so geil, Alter. Ja, sonst keine Ahnung. Notfall kann man deine Schwimmflossen vielleicht verkaufen. Was geht? Hi, hi. Ja, nee, die Schwimmflossen bleiben drin. Okay. Ich möchte den nicht verkaufen, der hat keine Familie. Ja, der ist arm. Soll ich die Jungs leiden lassen? Wollen wir die Jungs nicht leiden lassen? Steck dir mal 1000 Dollar in seine Hosentasche. So. Ich steck den gar nicht in, ich hab kein Geld. Ich steck den jetzt was anderes ein. Ey, Hakan, ich spuck gleich auf deinen Kopf, wach mal auf. Ich hab zu tun, Lan. Wie redest du mit Patienten, Lan? Der hört uns so hin. Quatsch. Aber. Ja, Jungs, Hakan steht nicht auf. Ey, aber weißt du, woran mich sein Bart erinnert? An was? Kennst du so in Köln, so die kennen keinen Friseur, die machen einfach. Ja, einfach so. Ja. Yeah. Warte mal, ich analysiere mal dein Gesicht ein wenig. Ja, mal gucken, wie ernst ich den. Oha, was hat. Blaue Augen? Er hat eine dicke, aber richtig dicke Nase. Ja, der kriegt auch hier andauernd auf die Fresse von einem. Nein, das stimmt gar nicht, du Fotze. Das stimmt gar nicht, bevor ich dich kaputt haue. Nein, Hakan. Nicht. Hab ich jetzt einen neuen Kopf? Ja, klar, yeah. Hast einen neuen Kopf. Wirklich? Hey, Hakan. Ja? Du musst aber ein bisschen aufpassen, ja? Weil du brav warst, bekommst du 3 Cookies von mir. Oha! Früh, Mittag, Abend. Bei mir hören sich Kopfschmerzen immer so an. Oh mein Gott. Ja, danke, dass du meine Ohren gefickt hast. Kennt ihr nicht diese Werbung? Ibuprofen, akut 1 plus. Wir fragen die Familie, sie sind in der Apotheke. Kennt ihr diese Werbung auf YouTube? Wo die haben meinen Kopf gefickt damit. Wirkung, fragen sie den Arzt, aber nicht in der Apotheke. Die haben komplett meinen Kopf gefickt damit. Pass auf deinen Kopf, Gude. Bei mir hören sich Kopfschmerzen immer so an. Gra, gra. Gra. Und dann kommt da was wie... Skibidi-papa. Was hast du da in der Box? Das sag ich nicht. Ja, kleiner Junge, du kannst ein Audi S3 gewinnen. Du kaufst einen los. Ich sehe das Glück in deinem einen Auge, das du hast. Du kaufst einen los für 3000 Dollar. Nein, für den günstiger, ja. Du musst günstiger machen für den. Komm, 2,9 für dich, weil du ein Auge hast und klein bist. Ich trage dann deine Nummer, deinen Namen ein und Montag wird ausgelost. Bitte? Klar, hast du da einen Bordorat, der abgeholt und so ab. Hallo, du bist jetzt besessen. Kleiner Junge. Hallo? 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 Uwe. Hallo? Ole. Ich wusste es, ich kenn dich doch allzu gut, mein Lieber. Viel Spaß. Jetzt hab ich Lolita nicht hab's hier, ja. Oh, die schießen gegen die Polizei.
Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Das freut mich. Sehr gut. Die Jungs sind stehen geblieben. Auto fährt nicht mehr weiter. Sehr schön. Sowas will ich sehen, Digga. Wanda, sowas will ich sehen. Ich hätte die Jungs direkt rausgezogen, wenn nicht. Oh, das war's mit dem Ruder. Bei Platten kannst du so lange weiterfahren, bis dein Reifen kaputt ist und deine Felge den Boden berührt. Das hörst du ja dann. Aber solange dein Reifen platt ist, aber der Reifen noch nicht geplatzt ist, kannst du noch weiterfahren. Sprich, das sind so 100 Meter oder so, die du dann so noch weiterfahren kannst. Oder die Polizei muss aber auch OP sein, Digi. Sonst macht jeder, was er will, so, ne? Hallo. Hallo. Danke. Deswegen hatte ich eigentlich vor, die Vagos hier einzuladen, aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir die Vagos besuchen. Jetzt möchte ich bitte anfangen hier mit Nikolai und dann geht es links rüber über den Schatten. Die Meinungen hören, was ihr davon haltet. An für sich finde ich das eine gute Idee. Was Zusammenschlüsse angeht, muss man immer ein bisschen aufpassen. Ne? Es kommt nicht gut in der Stadt an. Das sind die Cousins, Bruder. Ja, ganz einfach. Könnt ihr mal alle wieder zusammenkommen, meine Herrschaften. Sehr, sehr, sehr stark gemacht. Hätte ich genauso gemacht. Ja, ja. Alle, die jetzt hier rumstehen. Hätte ich genauso was gemacht. Was hier gerade wieder passiert. Dieses Rumgekuschle wieder. Aber was hier gerade wieder passiert, sind Dinge, die in dieser Stadt schon mal passiert sind. Ganz wo genau. Wo sich einige hier dran erinnern können, dass solche Tische und solche Gespräche hier gegen einzelne Parteien schon gegen uns geführt worden sind. Und ich sag euch so, wie das ist. Wir halten uns aus jeder Scheiße raus. Aber wenn wir mitkriegen, dass hier wieder eine, wie damals Ali Mansur hier, Leute zusammentrommelt und dann einen Feind hier in die Mitte wirft, ja, dann kriegen wir hier die Krise. Das sag ich euch, wie es ist. Der Bagarda ist Waffenhändler, dann soll er seine Waffen verkaufen. Soll ich aus unserer Gangpolitik und aus die ganze Scheiße raushalten. So, und jeder, der hier ein Problem mit jeder Fraktion hat, klärt eure Scheiße alleine. Aber die haben das vor mir gemacht. Ich bin dagegen gekommen. Wenn hier wieder Tische zusammentun und ein Feind hier rausgezogen wird, ne? Poppen, what's wie geht's Richie? Onkel Richie. Ich dachte, du bist Blacker, mein Herr. Richie, wir waren heute alle zum Friseur. Ich hatte einen mega Afro. So, ich hab mir so richtig Dauerwelle gemacht, aber hab weggemacht. Warum? Die stand dir Waller sogar. Habt ihr gehört, was er kleidet? Sagt zu mir. Nein. Und Ali fickt mir noch. Was hat der gesagt? Was hat der gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hast du gesagt? Der flüstert einfach. Halt doch für mich, das ist schlecht. Nein, du redest über Ali, aber sag er. Was hat er gesagt? Du redest über Ali, aber ich lösche. Oha! Oha! Ich will auch Cousin werden. So, wollen wir einen Probetag heute geben, Mann. Oder was? Ja, wir sollen dich umsetzen. Ja, safe. Ich will eins gegen Jürgen machen. Patch. Jürgen, du musst dich aber nie. Okay, dann warte, komm zurück. Lass der Jürgen willst dich lernen. Warte. Der Jürgen kriegt jetzt wieder Schläge. Hi. 2, 1, go. Geht weg, Jungs. Oha. Ja, das war's. Oha. Hoppala. Oh. Geht weg. Ey. Was, Schlägerei? Komm her, du Fotze. Komm, Jürgen, zeig's ihm! Ey, Jürgen! Oh, ja, Mann! Nein! Oh. Nein, ich hasse es! Nein! Jürgen, du bist einfach krank! Oh, Jürgen! Nein, Digga! Ja, mehr als einer muss ich nicht sehen. Also, geht mal zur Seite. Geht mal zur Seite, Digga. Ich bin dafür, mach ein bisschen meinen Probetag. Die Zenaya sind aber warm. Die Goldkette. Die Goldkette. Oh mein Gott, er hat Goldkette. Er hat einfach Goldkette. Normal, Bruder. Okay, auf wem kann ich mit meiner Bazooka schießen? Bazooka? Guck mal, er hat silberne Kette, was ein Anfänger. Egal, irgendwann bist du auch soweit. Hakan, du weißt ja, alles was hier passiert, bleibt doch hier. Ja, normal. Onkel Richie, wir wollen dich töten gehen für dich. Ich komm gleich telefonieren, Gott. Pass auf den auf, nicht, dass er hier die neue Shisha-Bar abbrennt. Zieh doch die Maske aus. Das ist das neue Hemmenau hier, Jungs. Ich hab doch nur noch einen Kopf. Mein anderes ist noch im Auto drin und muss ich wieder rankleben. Was musst du dran kleben? Dein Gesicht. Mein Kopf. Nein, was hast du im Rucksack drin? Deine Ehre. Das war's dann nicht, Moment. Maschallah, Bruder!